Mal vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Schmidt. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Die erste Frage sozusagen einfach auch, um Ihr Unternehmen besser kennenzulernen. Wofür steht das Musikquartier? Das Musikquartier steht für moderne Proberäume für kulturschaffende Künstlerinnen und Musikerinnen und auch für zwei wunderschöne Konzertsäle in der Mühlgasse, den Erbersaal und den kleinen Erbersaal. Und die Firma C. Bechstein stellt uns als Eigentümer des Musikquartiers auch die tollsten Klaviere zur Verfügung. Ja, inwieweit, was müssen die Mitarbeiterinnen vom Musikquartier mitbringen, um da gut an dieser Vision mitwirken zu können? Also unsere Mitarbeiter müssen offenherzig, lernfreudig und einen offenen Bezug auch zur Musik haben und damit sind sie für uns perfekt geeignet. Sehr gut. Wenn Sie jetzt noch Tipps und Tricks fürs Bewerben von unseren Mitarbeitern hätten. Was wären da die drei wichtigsten Tipps, wenn man jetzt bei Ihnen oder bei Ihnen in der Branche landen will? Was würden Sie da sagen? Was wäre da eine gute Strategie? Also das Wichtigste ist, sich vorzubereiten für das Bewerbungsgespräch und auch sich gut vorzubereiten hinsichtlich der Musik, dass sie auch wissen, die Leute, die sich bei uns bewerben, dass es hier bei uns dreht sich alles um die Musik. Also, ich höre ein bisschen raus, eine gewisse Leidenschaft ist da schon auch Notwendig. nicht notwendig, ja. Nicht Richtig. nur, gut, sondern durchaus auch notwendig. Genau. Ja, vielen Dank. Deckt sich durchaus auch mit unserer Arbeit. Ich denke, dass auch bei uns und auch bei der Zita Leidenschaft sozusagen dafür das Perfect Match zu finden immer dabei ist. Vielen Vielen Dank. Dank.